Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir befinden uns in Nakrand und haben heute eine kleine Rundreise vor. Das heißt, wir werden anfangen, hier oben in den Ruinen des lächelnden Schädels zu questen und schauen mal, wo wir dann enden werden. Vielleicht, ja, so im Halbkreis bis nach Telar runter. Mal schauen. Zusätzlich suchen wir nebenbei für den Blutkessel HC eine Gruppe, weil das heute die HC Daily ist zum Zeitpunkt der Videoaufnahme. Und vielleicht findet sich ja eine Gruppe, mit der wir Blutkessel, nee, nicht Blutkessel, Höllenfeuerbollwerk ist das. Ja, oder? Kellydans. Nee, Blutkessel, ja. Ja, suche ich quasi schon den ganzen Tag über eine Gruppe dafür. Ich glaube, seit 12 Uhr oder 11 Uhr irgendwie so. Also schon mehrere Stunden hat sich noch niemand gefunden. Immer mal in eine Gruppe mit 3 DDs insgesamt und einem Heiler gekommen, aber nie einen Tank gefunden. Und die soll wohl auch nicht sehr beliebt sein, diese, die Blutkessel HC Daily. Es wird trotzdem immer fleißig gesucht, von daher. Okay, was dürfen wir denn hier erstmal machen, ne? Bei den Ruinen des lächelnden Schädels. Wir sollen Totenschläger, Schamanen und Krieger töten. Sind's Krieger. Dann gleich mal gucken. Ich brauche ein Ziel. Poste immer mal rein, dass ich eine Gruppe suche. Häscher sind das hier, okay. Krieger hatten wir unten in der Nord- und Südwindluft. Hier haben wir Häscher und Schamanen. Alles klar. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. 10 Stück jeweils. Und die droppen auch diese Totenschlägerschädel. Da sollen wir 7 Stück dann auf dem Irdenen Brandmal platzieren, um einen weiteren Gegner zu rufen. Alles klar. Aber zunächst mal müssen wir erst die Oger hier killen. Und können dann genügend Schädel einsammeln. Im Hintergrund heute etwas Kriegsmusik. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, warum die gerade jetzt eingespielt wird. Vom System, also vom Spiel her. Aber das ist okay. Das passt so ein bisschen zu dieser Kriegstreiberei der Oger. So, und hier sind ganz schön viele gerespawnt. Also selbst wenn das so ein bisschen abgefarmt ist von anderen Spielern, sieht es doch ganz gut aus, dass wir hier immer Mobs finden können. Kann ich noch nicht wirken? Wieder so ein Riesenfriedhof. Gucken wir mal ein Stück weiter westlich. Vielleicht finden wir da noch welche. In den Häusern sind noch manchmal welche zu finden. Das läuft doch im Vergleich zur Instanzsuche. Ja, irgendwie ist also der Aufnahmetag hier ist Sonntag gewesen und an dem Samstag davor, also einen Tag davor, an dem Samstag hatte das auch schon so ewig gedauert, bis man eine Questgruppe, eine Instanzgruppe gefunden hat. Also irgendwie war es an dem Wochenende so richtig verhext, ne? Man hat einfach keine Gruppe gefunden, die irgendwie was machen wollte. Vielleicht sind die Leute einfach
rausgegangen, haben das Wetter genossen. Keine Lust am Wochenende zu zocken. Vor allen Dingen die Tanks. Ja, die andere DDs und Heiler hat man wie Sand am Meer gefunden, aber Tanks. Tanks sind ja, Secrets, die gefunden werden sollen. Das ist quasi schwerer als jegliche HC-Instanz, selbst schwerer als die Seetech-Hallen, die ja mittlerweile auch hochgeladen sein sollten. Und ihr habt gesehen, wie häufig wir da gewiped sind als Gruppe. Aber einen Tank zu finden, ist nochmal wesentlich schwerer und anstrengender, auch wenn es nicht so viel Gold kostet und man nicht so häufig stirbt beim Suchen. Aber von Erfolg gekrönt, nenne ich mal was anderes. Okay. Fokussieren wir uns mal wieder auf die Quests. Wir sollen weitere Orks der Totschläger eben totschlagen. Ja, wie es ihr Name schon verrät. Und das werden wir jetzt einfach mal in Angriff nehmen. So. Wie viel haben wir jetzt bereits? 7 Häscher und auch 7 Schamanen. Und dann brauchen wir noch Zorbo, der Berater. Mal sehen, wo wir den dann noch finden. Doch mal ein kleines bisschen. Ich dachte, ich gehe jetzt schon nach oben, aber ich habe unten noch einen Mob gesehen, deswegen geht's da drauf. Naja, haben ganz schön viel Loot einstecken. So, das ist das hier nicht, was wir noch haben. Totschläger, Schädel, Häscher, Schaman. Die hier platzieren. Nee. Also die Anzahl an Schädel haben wir. Nur wir haben noch nicht den Ort gefunden, wo wir sie platzieren können. Das wurde jetzt irgendwie nördlich von mir angezeigt. Ist da hier drin was? Nee. Nee, das kann ich ja auch nicht benutzen. Okay, gehen wir erstmal wieder raus und gucken mal weiter oben. Hier können wir nämlich nach oben hochgehen. Wir brauchen ja eh noch ein paar Häscher und Schamanen, deswegen nutzen wir das gleich mal. Ah, und die Horde greift gerade Halla an. Werden sie es mit Sicherheit gleich einnehmen. Da sind die doch ganz erpicht drauf. Mögen sie machen. Wir sammeln erstmal den ja, den Oschgun-Staub und werden den dann später eintauschen. Okay, hier ist noch ein Häscher. Und da scheint wohl gleich dieser Zorbo drin zu sein, den wir noch brauchen. Ein Schamane wäre dann auch noch vonnöten. Alles klar.
Jetzt ist die Musik erstmal aus. So, der Zorbo müsste hier drin sein, wahrscheinlich gerade tot. Deswegen suchen wir erstmal noch nach einem Schamanen. Ah, da steht gleich einer, gerade respawned. So, aber wo dieser Irdene Ring ist, weiß ich bisher noch nicht. Das sind alles nur die toten Schädel. Vorratskisten. Hier kann man auch toten Schädel sammeln. Ach, da war was. Ja, da ist hier. Use 7 Warmer Skills to summon Gurok. Genau. Also müssen wir darüber. Gut. Während wir hier geguckt haben, ist auch gleich der Zorbo wieder gerespawnt. Dann hauen wir den da schnell um. Zack. Sehr schön. Wieder eine Quest beendet. So langsam aber sicher bauen wir die der letzten noch 24 Quests, die wir im Questbook hatten, ab. Ihr seht auch, die Icons werden Stück für Stück geringer. Und wir kämpfen uns mal etwas nach draußen, würde ich sagen. Okay, was können wir denn jetzt noch machen? Gut, wir reiten mal nach Südwesten. Vielleicht kriegen wir ja noch diese Eindringlinge. Der Finsterblut. Ah, das hat leider der Druide gekirschnert bekommen. So, wo müssen wir hin? Okay, wir reiten jetzt an dem Weg entlang. Vielleicht treffen wir diese Eindringlinge der Finsterblut. Wenn nicht, dann bekommen wir... fokussieren wir uns auf den Schnabel von diesen großen Windrocks. Vielleicht kriegen wir den zumindest. Ja, hier liegen die Eindringlinge schon tot da. Das heißt, wir werden die jetzt nicht antreffen. Aber das macht nichts. Die werden bestimmt später irgendwann nochmal treffen auf den Wegen, auf denen die hier patrouillieren. Und dann lasst uns mal die großen Windrocks jagen. Guckt euch das an, wie viele Leute hier für Blutkessel NHC suchen. Ach, wir wollen HC rein. NHC nützt uns nichts mehr. So. Mal sehen, beim letzten Mal haben die Windrocks ja nichts gedroppt. Und jetzt sieht es auch schon wieder schlecht aus. Noch gehört übrigens der Allianzhalla. Mal sehen, wann die Horde das einnehmen wird. Ah, da. Der zweite. Oder was, der dritte? Hatte es schon. Den Schnabel haben wir auch bekommen. Jetzt können wir hier noch gleich die Elite machen oder erst dort runter gehen. Und die Strauchdiebe uns vornehmen. Ja, ich denke, wir gehen mal runter die Straße weiter. Die führt uns ja
im Endeffekt irgendwann auch nach Telar. Das ist ein kleiner Hortenstützpunkt, das sollten wir vielleicht nicht gerade angreifen. Und jetzt werden wir uns mal hier dieser Strauchdiebe entledigen. Oh Gott, die haben überhaupt keinen. Die haben kein Leben. So, den kriege ich gar nicht ins Target. Ja, den hat mein Pet umgebracht. Das zählt leider nicht für uns. Ich muss ihn zumindest einmal angreifen. Gut, weiter geht's. Dann werden wir mal hier dieses Dörfchen jetzt etwas bearbeiten. Da drin ist noch eine Quest. Okay. Der wird hier von Schlägern der Finsterblut bewacht. Dann hauen wir die gleich mal fix um. Dann können wir die Quest noch annehmen. Das ist zu weit entfernt. Nee, das ist ein Räuber, den können wir jetzt nicht killen. Hier sind auch viele entstanden. Die hauen wir gleich noch mit um hier. Okay. Gut, den Rest können die umhauen, sind Hortler. So, jetzt haben wir hier eine Quest für zwei Spieler. Ein Hinterhalt. Ah ja. Hauen wir um, kein Problem. Sehr schön. Wo ist unser Mob? Weil den sollten wir irgendwie beschützen hier. Nicht unser Mob mit umhauen. Hallo, lass mal von unserem Mob hier die Finger. Kannst du mal weggehen jetzt hier? Nein, hör auf. Hallo. Oh, super, jetzt hat der blöde Hortler unseren Mob umgeklatscht hier. Kann ja nicht wahr sein. Soll seinen eigenen Käse machen. Nicht mehr hier die Quests versauen. Blöder, untoter Krieger. Sammel deine Knochen zusammen und hau ab. Jetzt muss ich wieder warten, bis der respawnt. Na gut, dann machen wir erstmal hier die ganzen anderen Quests, die wir hier in dem Ort noch haben. Und dann gucken wir nochmal, ob wir die Quest nochmal annehmen können. Boah, sowas nervt mich, wenn die Leute hier mir irgendwelche Sachen versauen. Die sollen sich um ihr Zeug kümmern. So, ich habe die Suche erstmal ausgemacht. Ich glaube nicht, dass was kommt. Und dadurch, dass ich in diesem Abend nach Karasan gehen will, glaube ich, dass das kaum mehr Sinn macht, großartig nach einer Gruppe zu suchen. Dann haben wir halt einen Tag keine HC machen können. So, ja, der steht halt immer noch nicht da. Das heißt, wir machen erstmal weiter. Strauchdiebe brauchen wir ja auch noch. Bis er respawnt. Das heißt, wir gucken noch mal, ob wir ein paar von den Strauchdieben finden. Gleich Multischuss rein. Die sterben fast instant hier. Zack. Kann ich noch nicht wirken. Haben wir da auch schon. Jetzt gehen wir noch mal rein. Schauen, ob unser Mob wieder da steht. Nee. Ist okay. So, dann müsste doch... Ah, hier drin sind zumindest schon mal zwei Schläger wieder gespawnt. Das heißt, die hauen wir schon mal wieder um. Weil da müsste eigentlich auch gleich der Mob wieder spawnen, wenn seine Bewacher quasi schon wieder da sind. Und laufen wir noch.
Räuber durchs Bild. Also hier ist was los. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nee, unser Mob ist noch nicht da. Seine Ah, jetzt ist er gespawnt. Aber wir können ihn gar nicht ansprechen. Das ist nicht gut. Dann muss ich die Quest abbrechen. Okay, dann hauen wir schnell mal den Mob um. Die Quest brechen wir ab. Warum kann ich denn jetzt immer noch nicht wieder ansprechen? Ich kann den nicht ansprechen. Hat der Hortler uns jetzt eine Quest versaut, die wir hätten machen können und jetzt nicht mehr machen, durchführen können? Das würde quasi unser, unsere vollständiges Questen in der Scherbenwelt zunichte machen, weil ich jetzt eine Quest nicht mehr machen kann. Oh, na denn, seiner Mutter würde ich einen Brief schreiben, du, der kommt nie wieder. Na gut. Vielleicht resettet das sich gleich nochmal. Ich werde jetzt erstmal gucken. Wir sollen hier irgendwelche Leichen verbrennen, aber ich finde hier irgendwie keine Bewohner. Das haben die hier drüben angegriffen. Wo sind hier bitteschön Bewohner? Hier liegen keinerlei Bewohner rum. Das sind Strauchdiebe, die kann ich nicht verbrennen. Nee, das geht nicht. Okay, hier muss ich noch Läuterer besiegen. Also hier ist eine Menge an Quests zu erledigen in der Stadt. Seewoger, Leichnam. Also in den Fluss müssen wir auch noch rein. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal so viel es geht von den Quests hier außen, dass ein paar von den Symbolen weggehen auf der Minimap und dann können wir nämlich wesentlich besser gucken, wo wir genau wir hin müssen. Das überlagert sich ja gerade alles. Richtig gesehen, dass sich die Bewohner. Wo ist denn die Fackel jetzt hin? Ich muss näher ran. Ah, hier sind die Bewohner, die schwimmen im Wasser. Oder sie treiben im Wasser. Da kann ich sie jetzt verbrennen, okay. Das ist eine super Fackel, ne? Die funktioniert unter Wasser. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Das heißt, die müsste eigentlich so ein bisschen... Ja, Öl ist schwierig, weil das würde auf der Wasseroberfläche schwimmen. Die muss aus einem bestimmten Material sein, dass man das verbrennen kann. Besonders unter Wasser, müsst ihr euch vorstellen, im Wasser ist ja wesentlich weniger Sauerstoff als an der Luft. Das heißt, das Feuer im Wasser kann ja gar nicht richtig atmen, um sich zu entflammen, ne? Und dass das trotzdem so gut funktioniert, trotz dessen, dass die unter Wasser schweben und wir sie da verbrennen, das ist schon eine ziemlich krasse Flamme und Fackel, die wir da haben. Muss man schon mal zugeben. Ist noch nicht bereit. So, 7 von 10. Ja, hier um die Stege herum schwimmen die ganzen Bewohner. Oder treiben, besser gesagt. Meine, die sind ja tot, die können sie nicht mehr schwimmen. Und das können wir nutzen, um die eben mit der Fackel anzuzünden. Ich bin außer Reichweite. Und noch ein Stück näher ran. Okay. Einer noch. Gleich den hier unten.
So, die Seewoger brauchen wir ebenfalls. Das heißt, die werden wir dann auch gleich noch killen. So, hier war noch irgendwo dieser Leichnam, genau. Jetzt ist die Fackel wieder weg. Ich glaube, ich drücke jedes Mal rechts anstatt links auf das Symbol. Und wenn ich rechts nämlich auf eine der Quests gehe, dann werden die minimiert, also in ihren Reiter quasi ja, reingeschoben, und der Reiter wird optisch geschlossen. Das könnte das Problem hier gewesen sein. Okay. Und diese Seewoger, die chargen immer an. Das ist ja schon wieder nervig hier. Zum Glück müssen wir nur 10 besiegen und nicht irgendwie ein Item sammeln oder so. Aber sie droppen auch Wasserpartikel. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Also Wasserpartikel zu farmen ist, würde ich fast sagen, mit das Einfachste von den ganzen Partikeln. Lebenspartikel sind ebenfalls ziemlich einfach. Das heißt, ich werde dann demnächst mal auch Videos erzeugen oder hochladen von verschiedenen Farming-Spots, wo man denn welche Materialien am besten farmen kann. Ich hatte mir das so gedacht, dass wir das ja als eigene kleine Questreihe nehmen können, und boah, die chargen sogar an, wenn ich auf Max Range stehe. Was ein dämliche Viecher. Ja, das wird das im Endeffekt so machen können. Wir suchen uns einfach ein Material raus, was relativ häufig gebraucht wird in The Burning Crusade. Und jetzt charge mich der andere an, da hackt's mich denn. Und dazu werde ich dann ein Video machen. Ich denke, am Anfang kann ich ruhig, ja, entweder mit Urleben oder Urwasser so anfangen. Dann werde ich die ganzen Urelementarsachen durchmachen. Dann vielleicht noch eine Möglichkeit, Leder und Stoff zu farmen. Was gibt's noch? Die Materialien zum Abgeben, zum Ruffarmen, also seien es Obsidian-Kriegsperlen, die Male von Kil'jaeden und Sargeras sowie die teuflischen Waffen, als auch die Ringe und Siegel des Sonnenzorns und die arkanen Folianten für Aldor und Seher-Ruf, je nach Fraktion. Was könnte man noch so farmen? Ja, vielleicht fällt euch dann noch was anderes ein, was man noch gut farmen oder was man noch gerne farmen möchte in The Burning Crusade. Und da kann ich dann ja immer mal was zusammenstellen. Wie es genau aussieht, das Format, das werde ich mir dann nochmal überlegen. Werde dann einfach mal ein Video so hochladen, und je nachdem, wie es euch gefällt, wie euer Feedback dazu ist, können wir das ja dann noch ein bisschen umändern oder verbessern. Hört es an, ich bin bei dem noch nicht mal in Reichweite und trotzdem chargt er mich an. Also diese Seewoger, die gehen einen ja richtig auf den Keks. So, zum Glück ist das der letzte. Gibt es jetzt hier auf die Omme, und dann haben wir die Quest auch geschafft. Wir haben die 10 Bewohner, Leichnam der Bewohner verbrannt, wir haben die 10 Seewoger getötet. Jetzt hauen wir noch die Läuterer um von der Finsterblut. Da brauchen wir 8 Stück. Dann brauchen wir noch ein paar von den Räubern und diesen kleinen Strauchdieben. Hier sind zum Beispiel noch 3 Stück gewesen, die haben wir gleich mal umgehauen. Unser Pet macht hier im Hintergrund den Läuterer in Ruhe.
Da kommen wir jetzt gleich mal hinzu und hauen damit drauf, dass wir auch Loot bekommen und dass der auch zählt. Und dann hoffe ich mal für den Hordler, dass wir die Quest wieder annehmen können. Diese Begleitquest. Wenn nämlich nicht. Ich hab den auf Video. Und dann kann ich ganz anders. So, Strauchdiebe werden hier schön abgefarmt. Und zack. Auch schon 18 Stück, das heißt nur noch 2 sind davon nöten. Den haben wir auch schnell noch einen verpasst, bevor wir hier gar nichts bekommen. Unser Pet fast ganz alleine gemacht. Hier vorne sind noch 2 Räuber. Sehr schön. Und ein Läuterer brauchen wir noch, der steht dort vorne in der Ecke. Das heißt, einmal Irreführung und dann mit Multischuss hauen wir die gleich an. Dann haben wir gleich 3 Stück, die wir mit einmal machen. Wie gesagt, mit unserem Level jetzt und dem Equip, was wir mittlerweile haben, sollten 3 Stück kein Problem sein. Unser Pet muss nur die Akku halten. Jetzt können wir es dann auch heilen. Das lädt immer noch auf. Und hauen den Räuber hier noch um. Sehr schön. Ja, ein Räuber noch. 2 von den Strauchdieben. Die Läuterer haben wir fertig. Guck, da steht ein Räuber und 3 Strauchdiebe. Multischuss. Und das passt. Sehr schön. Jetzt können wir unser Pet auch noch füttern. Was haben wir denn noch so? Ich bin außer Reichweite. Oh ja, da ist gerade immer stehen geblieben. Okay. So. Ja, jetzt wird uns nicht mal mehr die Quest hier angezeigt auf der Minimap. Ja, super. Wahrscheinlich kann ich die jetzt gar nicht machen. Oh, du nervst auch noch. Okay. Auf dem Weg nach Telar werden wir vielleicht den Finsterblut-Eindringling begegnen. Ja, es ist schade, dass wir die Quest jetzt hier nicht machen können. Ich guck noch mal rein. Ja, er steht wieder da, aber ich kann die Quest nicht annehmen, ne? Komm, wir hauen die jetzt nochmal rum und dann schauen wir einfach nochmal auf Nummer sicher gehen. Toll, stehen die hier line of sight. Ah, jetzt kann ich sie wieder annehmen. Sehr gut. So, dann hoffen wir doch mal, dass wir hier gut durchkommen. Gut, der kriegt voll ganz schön Schaden. So, müssen wir mal ein bisschen Akku ziehen hier. Nicht, dass der uns gleich wieder wegstirbt. Ah, der kann sich hochheilen, das ist gut. Rest wird jetzt mein Pet machen. Wir hauen ein bisschen auch mit der Nahkampfwaffe drauf, die macht weniger Aggro. Okay. Das sah doch ganz gut aus. So. Wo will er denn hin?
Ja, das ist wieder so eine Begleitquest. Also wir könnten quasi schon draußen sein aus dem Dorf, aber ja, schön, wie ihr sagt, ne? Wir müssen hier weg, bevor mehr von ihnen alarmiert werden. Dafür, dass wir hier aber weg müssen, läufst du fall ganz schön langsam, mein Freund. Schwing deine Hufen. Du hast sie ja schließlich. Als ehemaliger Draenei. Okay. Ups, das war verklickt. Ist mal den Fokus wieder weggemacht. Weil ich kann keine Irreführung auf ihn geben, macht sowieso keinen Sinn. Der soll ja überleben und nicht sterben. Aber ich kann Irreführung auf mein Pet geben. So. Ja, jetzt kommen noch drei. Ah ne, fünf Stück. Okay. Dings zünden. Genau. Die Feuerbrandfalle. Die gibt nämlich jetzt durch die Irreführung Akku an meinen Begleiter weiter. Ja, und den Schaden, den die macht, den können wir hier sehr schön nutzen. Und hauen die alle um. Wunderbar. Das hat gut funktioniert. Ja, dann hör auf zu labern und lauf weiter. Wir sind ja gleich durch. Gott, ist der langsam. So, kommt hier jetzt noch was, weil hier so ein Leichnam von dem Strauchdieb liegt. Nee. Wir haben die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt geht's in Richtung Tilla. Okay. Mal gucken, ob wir die Eindringlinge der Finsterblut gleich noch antreffen. Hier gibt es dann auch noch eine Questreihe, die werden wir dann später mal abschließen. Oh, da steht einer der Elite-Mobs, die wir für die Jagd benötigen. Den nehmen wir doch schnell mal mit. Warten noch kurz, bis die Irreführung fertig ist. 10 Sekunden. Ich hoffe, dass diese ganzen kleinen Talbox nicht mit angreifen, sonst wird es eklig. So, Irreführung drauf, Pet drauf schicken, Cooldowns zünden und gib ihm. Diese Falsche ist noch Mal nicht kurz bereit. das Pet heilen. Das lädt immer noch auf. So, jetzt schön Die Single-Target-Angriff. Ist noch nicht Ah, die greifen nicht mit an, die stehen einfach bloß dumm in der Gegend rum. Das ist gut. So, nächste Heilung aufs Pet drauf. Bis das noch ein bisschen aushält. Oh, das hat jetzt 1000 Schaden gekriegt. Jetzt ist er tot, aber der Gegner ist auch tot. Okay. Wir haben zwar unser Pet verloren, müssen es jetzt wiederbeleben, aber wir haben den ersten Elite-Mob von der Wildtierjagd erledigt. Konnten den Huf vom Bachlor mitnehmen. Und weiter geht's auf nach Telar. Kommen wir gleich am Aerissteg vorbei. Da ist das Konsortium angesiedelt. Aber auch die Quests werden wir erst später annehmen. Wir wollen erstmal das abarbeiten, was wir jetzt haben. Bevor wir hier neue Quests annehmen. So, hier linker Seite ist der Aerissteg. Und wir reiten weiter geradeaus. Wenn wir den Weg jetzt immer folgen, kommen wir direkt nach Telar raus. Haut einer das Erdelementar, alles klar.
hier rechts abbiegen. Und dann führt uns der Weg direkt nach Tiller. Nach links ging es nach Halla. Der hat übrigens die Horde jetzt erobert. Okay, und keine Finsterblut-Mobs gefunden. Das heißt, das wird dann später stattfinden. Und hier vorne taucht der Tellar schon auf. Das heißt, das kurze Stück reiten wir weiter. Und dann sind wir sehr schön von vom Thron der Elemente in einem großen Halbkreis heute, inklusive Questerledigungen, bis nach Tellar runtergelaufen durch das gesamte, ja, nördliche, westliche und südliche Nakrand. Dann lasst uns mal schnell die Quest abgeben. Und da haben wir eine Menge geschafft in dieser Folge. So, da tauchen die Fragezeichen schon auf. Wir sollen hier Zoro der Berater, alles klar. Und kriegen jetzt die Quest, Dorn den Nimmersatten zu besiegen. Das ist ein großer... Das Glück sei mit euch. Ja, ein großer Riese, keine Ahnung, was das für eine Spezies ist, auf jeden Fall die gleiche Art wie Krul. Was wollt ihr, Freund? In der Raid-Instanz, nur eben hier sein Sohn, der einer seiner Söhne. Da sollten wir auch eine 5-Mann-Gruppe aufstellen, weil den kriegen wir allein nicht gekillt. So, das Totem von Kardash hatten wir auch jetzt abgegeben, das ist gut. Jetzt können wir noch die Fackel abgeben, mit der wir die Leichen der Bewohner quasi verbrannt haben. Hier können wir noch die Lösung des Problems abgeben. Okay, das waren die Orks, die wir gekillt haben. Gut. Dann gibt es noch eine Quest bei Nessingberry und im Thron der Elemente. Da werden wir... Ups, Entschuldigung. Da werden wir jetzt gleich hinfliegen. Deswegen mache ich mal einen kurzen Cut, weil den Weg dorthin kennt ihr ja. Bis gleich. So, bei Nessingberry angekommen, können wir beim Herold den Huf abgeben. Kriegen da eine schöne Waffe, die wir auch verkaufen können. Für mehr Gold. Und dann sehen wir uns doch gleich beim Thron der Elemente wieder. Bis gleich. Ja, am Thron der Elemente angekommen, geben wir jetzt noch die Quest mit den Seewogern ab. Oder? Ne, das waren die Finsterblut-Bösewichte, alles klar. Seewoger haben wir vorher schon abgegeben. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die Questreihen in Nakrand fortsetzen. Das war heute quasi ein Rundumlauf. Ja. Entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, vom Thron der Elemente über die Ruinen des lachenden Schädels, dann die Finsterblutstadt runter am Aeresteg vorbei nach Tellar. Dann rüber zu Nessingberry zum Abgeben und wieder zum Thron der Elemente zurück. Also einmal um ganz Nakrand herumgereist und Quests erledigt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!